Einen wunderschönen guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zum wahrscheinlich spannendsten Teil meines Wohnmobilumbaus. Heute kommt was richtig Krasses, und zwar baue ich hier 200 Watt Solaranlagen auf mein Wohnmobil, und das war es noch nicht. Es kommt nämlich auch noch ein Dachfenster rein. Ja, das heißt, ich muss ein Loch in meinen Bus bohren mit 40 auf 40 Zentimeter, und um die Solarpanels festzumachen, muss ich mindestens 12 Löcher in meinen Bus bohren und das Ganze dann noch dicht machen. Ich bin übelst aufgeregt. Ja, Mann, let's go. So, ich habe jetzt den Rahmen hier gebaut, den brauche ich, um innen das Fenster damit zu verschrauben, und ich habe die Solarpaneele an die Halterung angeschraubt, damit ich sehen kann, ja, ob alles passt. Erstmal nur zwei Schrauben reingemacht. Ja, jetzt geht's ab ins Auto und werden ein paar Löcher reingebohrt. Im Moment der Wahrheit. Ich habe jetzt hier alles mit gelben Säcken ausgelegt, damit der Scheiß nicht auf mein Bett geht. Und ja, jetzt muss ich ein Loch in mein Dach bohren. Krasses Gefühl. Let's go. Hey, man kann schon durchschauen. Und jetzt geht's aufs Dach. So, wir sind jetzt oben auf dem Dach und jetzt wird nochmal groß nachgebohrt, damit nachher die Stichsäge reinkommt. Ich habe mir jetzt hier angezeichnet, wo ich mit der Stichsäge entlang muss, ja. Und jetzt wäre es ernst, let's go. Ach Leute, Moment der Wahrheit. Bin gut aufgeregt, let's go. Thank you.
Schaut mal, ist einfach ein fucking Loch in meinem Bus. Crazy, crazy, crazy. Das Fenster ist jetzt rausgeschnitten und hier habe ich so zwei Erhöhungen. Da gehe ich jetzt einfach mit dem Gummihammer hin und halte das Holz da drunter und klopfe es dann mit dem Gummihammer nach unten, dass ich eine schöne Fläche habe und dass ich das Fenster bündig aufliegen kann. So Leute, das Fenster passt jetzt in die Luke rein. Jetzt nehme ich es nochmal raus, schmier's mit Grundierung ein. Die Schnittkanten, damit es alles passt, lassen eine Stunde trocknen und dann kann ich das Fenster komplett einbauen. So, die Grundierung und Lackierung ist jetzt eingezogen. Haben über eine Stunde gewartet bei der Sonne und jetzt haue ich hier das Dekasil aufs Fenster drauf, werde das Fenster einsetzen und dann von unten verschrauben. Jetzt so drücken, ja. Alter Leute, ich schwitz wie Affe, ey. Leck mich am Arsch. Ich habe jetzt hier mit diesem Holz das Fenster gegengekontert. Und jetzt ist es komplett fest. Ja, so kann man das Fenster aufmachen. Kippen. Hey Michi. Oh, fuck, Alter. Viel anstrengender als es ausschaut, ey. Oh, so Leute, das Gegenstück vom Fenster ist drin. Ja, und schaut mal, hier kann man das Fenster komplett verdunkeln. Man kann es so machen, dann hat man hier ein Fliegengitter. Und komplett kann man es auch aufmachen. Und wenn man rausschaut, sieht man im Optimalfall nicht den Michi. Spaß, ja Mann, bin glücklich, dass es geklappt hat. Jetzt oben noch mal eine Runde abschmieren, abdichten, eintrocknen lassen und dann passt's. So, wir sind jetzt auf dem Dach und schaut's euch mal an. Perfekt, so wie es sein soll. Die Dichtung kommt 2-3 mm raus, das heißt, es ist genau richtig angedrückt worden. Perfekt. Jetzt mache ich trotzdem noch mal außen eine saubere Linie mit dem Dekasil und dann fahre ich mit dem Seifenwasser außen rum, dass es schön sauber ist und dann müsste das Ganze dicht sein. So, das Fenster ist drauf. Ich bin richtig froh, dass es jetzt endlich rum ist. Innen abgesperrt, verdunkelt. Richtig gut. Zur Anlage wird aber heute nichts mehr, weil ich habe nichts mehr von diesem Kleber übrig und ich habe wirklich keinen Bock mehr, heute noch in den Baumarkt zu fahren. Ja, deswegen geht es morgen weiter. Ich bin trotzdem mega zufrieden. Fenster reinbekommen. Nice.